die Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen, die sind wirklich viral gegangen. Ein Wildschwein rennt rum, ein nackter Mann hinterher, weil dieses Wildschwein seinen Laptop geklaut hat. Daraufhin sollte die Freche aber laut Netzwerk Berlin Super Liebe Sau abgeschossen werden. Aber das letzte Wort ist in diesem Fall noch nicht gesprochen. Da sind sie schon wieder, die Berliner Wildschweine auf Futtersuche. Hier zu sehen am Teufelssee im Grunewald, ebenfalls der Schauplatz dieser kuriosen Szene von letzter Woche. Ein nackter Mann verfolgt eine Wildschweinmama und ihre Kinder, die sich eine Tasche geschnappt haben. Und es sind noch mehr, allesamt auf Futtersuche. Es ist normal, dass Wildschweine so nah rankommen. An der beschriebenen Stelle am Teufelssee ist es schon fast Tradition. Da leben schon seit Jahrzehnten immer wieder neue Wildschweine, die sich an Menschen vertraut machen und natürlich da auch gerne hingehen. Und ehrlich gesagt, es ist ja wie ein Supermarkt. Da liegt so viel Futter, dass es nur nachvollziehbar ist für die Bachen, für die Wildschweine, Füchse, Marder und natürlich auch Waschbären, da hinzugehen und zu fressen. Für das Forstamt Grunewald ist genau das ein Problem. Es seien zu viele Wildschweine und sie scheuen den Menschen nicht mehr. Als Konsequenz sollen die Tiere entnommen werden. Im Klartext, die Wildschweine sollen geschossen werden. Doch nicht sofort, denn es ist im Moment gar nicht möglich, die Wildschweine zu jagen. Viele Badegäste sind schließlich vor Ort und auch die Frischlinge kann man nicht ohne ihre Wildschweinmama zurücklassen. Die Jagd ist also noch nicht eröffnet und auch eine friedliche Lösung für das schweinische Problem ist noch nicht in Sicht. So lange müssen die Berliner Badegäste weiterhin mit den wilden Besuchern rechnen. Und manchmal gibt es ja auch was zu lachen. Definitiv. Tja, rettet die Wildsau. Und wir schalten jetzt zu meinem Kollegen Peter Wilke. Und Peter, ich übergebe dir einfach direkt das Wort. Ja, wir stehen hier am Teufelssee in Berlin-Grunewald. Vorher waren wir am Forstamt, ganz in der Nähe von hier. Da hat die Aktion Fair Play, wo man noch ein paar Teilnehmer hinter mir sieht, zum Protest gegen den Abschuss des Wildschweins hier am Teufelssee aufgerufen. Jetzt sind wir hier an den Ort des Geschehens, wo ja die Wildschweine in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt haben, gegangen, um uns das alles nochmal von Näherem anzuschauen. Wir haben auch gerade die Wildschweine schon wieder gesehen, wie sie hinter uns im Wald vorbeigelaufen sind. Und bei mir ist Sonja Wende, die Organisatorin der Aktion Fairplay des Protestes hier. Sonja, kannst du uns vielleicht einmal erklären, warum genau protestiert ihr? Ja, wir sind heute hier, um gegen den Abschuss der Wildsau Elsa und ihrer Frischlinge zu demonstrieren. Dieses Wildschwein ist ja in den letzten Wochen relativ bekannt geworden, dadurch, dass es hier am Badesee einem Gast die Sachen geklaut hat. Und diese Bilder sind um die Welt gegangen und haben die Leute sehr erheitert und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und nun ist ihr diese Berühmtheit zum Verhängnis geworden und sie ist soll zum Abschuss freigegeben werden. Und dagegen möchten wir demonstrieren heute. Warum seid ihr denn dagegen? Könnt ihr denn gar nicht nachvollziehen, dass es für Menschen, die hier am Teufelssee baden, dass sie sich durchaus gefährdet durch das Schwein sehen und auch die Berliner Forsten sagen, dass es da zu Angriffen kommen kann durch das Wildschwein? Also ich habe schon Verständnis dafür, dass vielleicht einige Badegäste erstmal komisch gucken, wenn sie dieses Wildschwein hier so nah ran sehen. Wir haben ja gerade schon beobachtet, wie das hier so abläuft. Dieses Tier ist wirklich sehr neugierig und die Besucher aber allerdings waren anscheinend schon dran gewöhnt. Wir haben auch in der Vergangenheit schon mit Besuchern gesprochen und die haben ja dieses Wildschwein erst auf den Namen Elsa getauft. Das Tier ist also hier bekannt unter den Besuchern. Es hat quasi so eine Berühmtheit schon erlangt als das Wildschwein vom Badesee. Und hier hat sich von den Besuchern, mit denen ich gesprochen hatte, sich überhaupt niemand bedroht gefühlt. Im Gegenteil, das ist eher so ein Highlight und so ein Magnet, um hierher zu kommen. Weil wo hat man schon so dicht die Natur vor Augen mit dem wunderschönen Teufelssee, aber auch den Wildtieren direkt vor der Nase. Von daher, wenn Leute natürlich Angst haben, kann ich das verstehen. Wir wollen ja auch niemandem irgendwie das Vergnügen am Sommer verderben. Aber dieses Tier wohnt nun mal hier im Wald und deswegen hat es auch eine Berechtigung, hier zu sein. Und ich finde, da müssen sich Mensch und Tier arrangieren. Und bisher hat das sehr gut funktioniert. Und da sind wir nicht dafür, diese friedliche Koexistenz durch den Schuss des Jägers zu beenden. Ja, wir haben also gehört, die Hauptfragestellung ist hier: Wie kann man die Existenz von Elsa, dem Wildschwein und ihren beiden Frischlingen und den Badegästen hier gemeinsam vereinbaren? Die Berliner Forsten sagen, es muss der Abschuss kommen. Die Tierschützer von Aktion Fairplay sagen, das geht auf gar keinen Fall, es funktioniert auch so.